Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von A Plague's Tale Innocence. Wir müssen nach wie vor zur Universität und bevor wir das machen... Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen. Ach, noch mehr Tote. Ein Massengrab, das man hier nicht fertig gemacht hat. Verbrennst doch die ganzen Leichen. Oh, nett. Oh, da hat einer diese Kristalle, oder? Oder ist das nah? Ich glaube, das ist nur so eine Fackel, oder? Ja. Sieh mal einer an. Okay, da werden wir dann gleich mal runtergehen. Warum seid ihr so aufgeregt? Ja, das wüsste ich auch gern. Also das ist Epifangul. Gut. Du kannst jetzt so Doris ja schon halt die Tablade gedrückt aus, was mir die Angst. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Ist da? Lockt Ratten aus der Umgebung an. Okay. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Und jetzt einfach irgendwo hinschmeißen, oder was? Und wie... Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Das Visandus erweitert die Aufwertungsmöglichkeiten von der Abysses Ausrüstung. Drücke I, um die Aufwertung aufzurufen. Okay. Ja, wir brauchen auf alle Fälle mehr Mats. Was ist das hier? Da fällt uns nämlich einiges. Den Rest hätten wir. Okay, cool. Also das Spiel geht auf alle Fälle noch ein bisschen. So wie das aussieht. Ah, so. Wow, 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 wow. Was soll denn das jetzt? Dann schmeiß mal das jetzt einmal da in die Ecke. Okay, schnell hier weg. Sehr gut. Ah, jetzt erstmal in die Richtung. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Ja, okay, dann gehe ich das mal hier rein, weil das sieht nach dem eigentlichen Weg aus da hinten. Verschlossen. Da kann ich nicht rein. Und hier oben drüber? Nee. Okay, also, dann schmeißen wir das hier wieder rein und dann arbeiten wir hier mit dem Lichtkegel. Wie machen wir das am schlausten? Ich würde sagen, hier hin. So, schnell hier hin. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Nice. Das heißt, hier kommt jetzt hier nicht mehr vorbei, oder? Ja, eine Ratte haben wir hier noch. Tut sie mir was? Nee. Und so kann ich jetzt da irgendwie nach hinten. Wie mache ich das jetzt da mit euch? Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Jetzt bin ich überfragt. Machen wir das mal so. Aber wirklich viel. Da drin haben wir noch mehr von dem Wunderzeugs. Okay, dann müssen wir anders machen. Wir werden jetzt das hier nach rechts machen. Ungefähr so. Und dann werden wir euch einmal anlocken. Und zwar da. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Also du meinst jetzt alle? So, lauft's mal hier rüber.
sehr gut. Wir alle. Okay, ich probiere jetzt einfach mal was. Noch mal hier hinten rein. Denk nach, Amicia. Jetzt die Laterne, schnell. Ja. Sehr gut. Ja. Rätsel gelöst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, ich würde sagen, wir machen das hier von der Seite aus. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. So, jetzt mal schön hier runter. Oh, oh nein! Ja, ihr habt mir schon fast gedacht, dass sowas passiert. Gut. Ah, da ist ja noch mehr von dem gelben Zeugs. Das habe ich voll übersehen. Das nehmen wir noch mit. Dankeschön, Dankeschön. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. Ja, das wird aber bestimmt nur viel spezieller werden. Mann, ich hab da von dem... Oh, wenigstens das Schnur noch. Sonst nichts Interessantes für uns hier zum Mitnehmen. Schori, schori, schori. Hier hinten vielleicht noch. Nope. Gut, dann gehen wir weiter. Autsch. Mein Gott, was ist hier passiert? Ja, ich glaube, das ist offensichtlich. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. What the fuck? Die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten. Sie haben... Die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben. Sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt. Okay, das finde ich aber schon krass. Aber damit tun sich doch selber keinen Gefallen damit. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so wichtig gemacht? Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch Gegner schießen. Oh no. Die machen Hackfleisch aus euch. Okay. Und ignorieren dabei das Licht. Alles klar. Oh, da ist noch mehr. Nice. Das ist jetzt meine Lieblingswaffe, wenn das natürlich mit Gegnern geht. Alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchchecken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Ich probier's, dass es auch bei ihnen jetzt mal raufschmeiß. Ah toll, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Ah, scheiße. Scheiße, ich kann hier nicht mehr durch. Ich könnte die Ratten von der Brücke weglocken. Ah fuck. Schnell vorbei, schnell vorbei. Okay, oder schlafen. Ah. Das war jetzt nicht sehr effizient. Das nehmen wir natürlich auch mit. Kann ich da nicht einfach reingehen? Nein, kann ich nicht. Ahahaha. Und sie sind jetzt nicht rein wegen hier, wegen dem Feuer. Okay. Dann kommt hier. Oh, what the fuck? Oh, fuck. Nein. Ey, das war jetzt gemein. Oh, bitte lass den Kontrollpunkt jetzt nicht so weit weg sein. Okay, es ist gerade hier. Spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht
ständig ins Wasser. Die treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Kontrolle mehr durchchecken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Jetzt hat ihn hin. Was ist das? Okay, schnell weg. Weg. Warum sind sie hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wenn wir weiter hier bleiben, wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Muss ich da noch da hinten? Ich könnte ja auch einfach hier lang. Oh, was haben wir hier? Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Ja, ich glaube, das könnte sich dann schon rentieren. Aber was mache ich mit euch? Jetzt bloß nicht Leertaste. Wir nutzen einmal das da. Schießen das da in die Ecke. Cool, das hat jetzt wieder funktioniert. Nein, geil. Ah, no. Wir werden doch alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Aber wie sollte ich denn das sonst machen? Sie waren sich jetzt wie nicht sicher, was sie machen sollten. Einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was. Oder, warte mal, das ist. Er schafft eine starke Lichtquelle, die Ratten eliminiert. Dann machen wir das. So, schön in die Mitte. Cool. Und was haben wir hier für Goodies? Ganz viel sogar. Nice. Halt, Moment. Ich will zuerst die anderen Sachen hier noch mitnehmen. Also, was können wir jetzt hier... Oh, das ist jetzt wie nicht wahr. Mir fehlt das Werkzeug. Ah, das hat es hier natürlich nicht drin. Ganz ein Werkzeugteil. Nein. Hier draußen vielleicht noch irgendwo... Ah, aber hier haben wir noch was zum Einsammeln. Nice. Das, Mann. Die ganzen Zutaten, aber nicht das eine Werkzeugteil. Ah, das ist... Ja, schade. Gut, aber sobald wir eins von dem finden, dann wissen wir, dass wir Upgrades machen können. Und werden auf alle Fälle Richtung Alchemie gehen. Was machen wir mit euch? Wenn er weggeht, was bringt mir das? Oder er? Ich muss auf alle Fälle da runter und die Leuchten so ausrichten, dass ich da hinten durch kann. Aber ihn muss ich eliminieren irgendwie. Oder ich schicke ihn da unten rein. Der ist es so blöd und geht da hinten hin. Oh, scheiße. Das kam doch von da drüben. Ja, geht nicht rein. Okay, das wäre auch zu schön gewesen. Nicht. Ich sollte mich beruhigen. Moment, Eindringe! Oh. Okay, sehr gut.
da lässt er mich auch nicht drüber, ne? Ah, ich kann ihn da ablenken. Ah, I see, I see. Da schon wieder. Eine Sekunde. Noch immer nichts. Dreh ich langsam durch. Okay. Wir werden uns dann nochmal ablenken und dann mal die Ratten auf ihn schicken. Einmal so. Wir schleichen ein paar Witzfolge rum. Sucht alles ab. Feine Hunde. Ah, oder so. Denkst du, was wir unten tun, ja? Hallo? Noch ein Trottel, der nicht aufgepasst hat. Okay, krass. Jetzt geh du mal wieder auf deinen Posten. Oder bleibt jetzt er da unten stehen? Oh, scheiße, 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 scheiße. Bleibt sie da jetzt hinten? Okay, schnell weg. Sehr gut. Es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Ich... Was weiß ich? Wasser. Oh nein, trink das nicht. Das ist, glaube ich, das schlechteste Wasser, was du hier kriegen kannst. Das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Ja, weil... Das ist das Dümmste, was du machen kannst, die Leichen ins Wasser reinzutun. Das ist alles verseucht hier. Kilometer weit. Ist das jetzt noch weit? Oh ne, da ist sie schon. Ja, na klar. Und sie sind natürlich auch da. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Es sind Zutaten. Oder? Na, Steine. Ja, da hat doch einer gerade die Runde gemacht, oder nicht? Oh, Ratten. Ah, ich weiß schon, was ich tun werde. Cool. Ja, da hinten hat es auch wieder Sachen. Aber das ist, glaube ich, nur... Nein, das konnte ich gar nicht nutzen. Noch ein Stein. Okay. Ah, fuck, und er hat eine Laterne. Aber nicht mehr lange. Wo kam das her? Ja, super. Das ist doch nicht vorbei, klar? Ja, das war natürlich nicht so schlau. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich werde ihm die Laterne weghauen. Und dann lassen wir die Ratten frei. Macht das Sinn? Von der Vorgehensweise? So. Oder? Ja, Plan ist Geschichte. Bring ich dich vielleicht dazu, dass du da reingehst? Da bräuchte ich einen Topf dafür. Den ich natürlich hier nicht habe.
Er steht ja direkt beim Feuer, also ihm kann ich wie nix antun. Weil er nicht so blöd ist und da reingeht. Das Feuer kann ich nicht löschen. Er könnte aber da hinten hingehen. Und sie dann anrufen. Nee. Ich glaube. Ja, ja. Tut's mir bitte bloß nichts. Okay. So, ihn ablenken jetzt. Ups, weit. Entschuldigung. So, geht das in die Deckung? Kriegt er das mit? Scheiße, das war das Falsche. Ah. Ja, geh jetzt da rein. Sehr gut. Cool. Überhaupt nicht effizient. Aber hat funktioniert. Truhe. Nice. Ach shit. Jetzt muss ich an dir noch irgendwie vorbei. Okay, ich kann ihn. Probieren wir es mal. Ich hab da drüben was gehört. Ja, genau. Ganz lang anschauen. Ja, endlich. Sehr gut. Ach nee. Wir sind da. Sehr gut. Was der Wagen sieht echt geil aus. Wisst was? Da mache ich mal schnell auf Foto, im Fotomodus. So. Moment. Komm, kann ich den Winkel nicht ein bisschen ändern? So. Einmal kurz ein Foto machen. Aufnehmen. F12. Sorry, das muss sein. Das sieht geil aus. Okay. Möchte ich wieder raus? Mal aussehen. Sidele. Scheiße. Ich dachte, oh fuck. Ach scheiße, das sind ja welche. Ja, aber müssen wir jetzt nicht beim Haupteingang rein? Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Okay, cool. Wir haben es geschafft. Wir sind drin. Nice. Neues Kapitel. Der Weg der Rosen. Stimmt, hatte ich ja erwähnt. Auf das soll man ja Acht geben. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Ich glaube, das ist nicht wortwörtlich gemeint. Kann sicher so Ornamente oder sowas ähnliches sein. Lass mal hier gucken. Verschlossen. Okay. War ja klar. Upgrade-Box wäre nicht schlecht. Oh, holy shit. Es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Warum sollte man das hier alles plündern? Ah, oh, sie sind auf der Suche nach dem Buch. Aber warum sollte man dann hier alles mitnehmen? Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Aber wenn es hier weitergeht, dann gehe ich hier nochmal rein, weil der Gang ging ja noch weiter.
heißt, jetzt vielleicht ein Extra? Nee. Alles zu. Okay. Aber hier hat es was zum... Hätte es was zum Mitnehmen, aber wir sind ja voll. Okay, dann gehen wir wieder raus. Rosen. Sind das die einzigen oder... Ah, na, da hinten sind noch mehr. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob... Keine Ratten. Merkwürdig. Einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Uff. Ja, muss ich dich überhaupt ablenken? Sie lässt mir da vermutlich nicht darüber. Nee. Andererseits... kann man dich eigentlich mal schlafen legen. Hä? Ach so, das war ja... das war ja von hinten anschleichen. Was war das? Hey, halt! Schön! Oder so. Gute Nacht. Dann haben wir jetzt eine Ruhe und... warum müssen wir das Teil da schieben? Weil da unten die Tür garantiert zu ist, also ich probiere das gar nicht. Und einmal da oben hin. Das ist wohl wahr. Das sanguinische Itinerat ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das sanguines Itinerat. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay, aber wenn die Bücher so zusammen sind, dann wird es ein Heidenspaß, die alle zu finden. So muss ich vielleicht alle schlafen liegen. Ich meine, Zutaten haben wir ja. Wobei, er, glaube ich, ist weniger nervig. Du hast nichts gesehen. Komm, dreh dich mal wieder auf die andere Seite. Sehr gut. So, geh auf die andere Seite bitte. Erstmal hier verstecken. Soll sich nochmal umdrehen. Ja, wobei, jetzt weiß ich schon ausgegangen. Bleibt er jetzt da stehen? Nicht dein Ernst. Oh, da hat's was auf dem Tisch. Ist das Leder? Okay, er bleibt jetzt da. Ja, dann gehen wir ab in den nächsten Raum. Kommen die verfluchten Ratten. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Was, wo? Ah, da. Okay, hier immer wieder Ratten-Action. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin.
was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. So, dann gibt es jetzt erstmal eine Rottenüberraschung. Schon ab. Verschwindet. Ah, wollt ihr nicht mal nach da hinten gehen? Ah, ich könnte ihn vielleicht ablenken. Wie kriegen wir die dazu? Ah, nee, Moment, nein, wir machen das anders. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie kriegen wir euch doch da hinten? Ah, hat doch funktioniert. Scheiße. Man muss eben Acht geben. Okay. Nee. Ja, komm her. Schon zum zweiten Mal. Hey, ja, komm her. Ihr habt Glück. Du hast Pech. Nice. So, da. Können wir uns jetzt das hier holen? Oder auch nicht. Was haben wir hier drin? Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Ja, vor allem, warum wächst du hier drin? Okay. Ja, toll, er lässt mich natürlich nicht da etwas so rein. Ciao. What the fuck? Dieses Ding wird es am Ende alles bedecken? Ah, ich hoffe es nicht. Aber es wird definitiv ein Final Showdown geben, vor allem mit unserem kleinen Bruder und seinem, na was los, auch immer in ihm ist. Reed. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen, oder? Haben sie gefunden? Hey, hier! Okay, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Okay, na tschüss. Geil, das hat jetzt nicht funktioniert. So geht es. Nicht gesehen, dass mich nicht gesehen, dass mich nicht gesehen. Ja, so. Ja, fuck. Schlaftrunk. Dafür werdet ihr bezahlen. Okay. Das war jetzt echt Verschwendung. Schade. Okay. Ich bin nicht gut in dem. Wenn wir jetzt sie hier ablenken können. Und dann wären wir da hinten reingegangen. Ah, und damit einen Lichtkegel reintreiben, oder wie? Oh, da hätte sogar einen guten Braten hier. Okay. Was machen wir mit euch? Aber jetzt kriege ich wie nicht alle weg. Also ich muss sie alle nach da hinten kriegen. Einmal so.
die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Ja, toll. Das hat jetzt nicht gereicht. Moment mal. Ich kann. Machen wir das doch mal so. Machen wir das nochmal. So, alle dahin bitte. Aber es bleiben hier welche. Die Wachen nebenan. Das wird die Ratten beschäftigen. Was? Die was? Ja, toll. Und die sind das natürlich jetzt schon tot. Warte mal, jetzt gehen wir mal hier raus. Und probieren so nochmal. Wer ist jetzt auch da drin? Mann! Okay, das wird nix. Dann machen wir das mal mit dem Flash-Zeugs hier. Geil. Nein. Mann! Okay, dann kann ich jetzt wenigstens. Wir hatten das nur geschafft. Jetzt mit den Wachen hier probieren. Um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Ich dachte, ich habe was gehört. Komme gleich wieder. Pass auf dich auf. Okay, und tschüss. Zu sehen. Na gut. Ja, dann. Probieren wir es nochmal. So. Und jetzt hier rüber zu die Wachen. Mann, aber hier bleiben halt immer wieder welche. Das ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Dann machen wir es halt so. Jetzt. Tschüss. Endlich hat's geklappt. Ja, doch, die waren hier auf der anderen Seite von der Tür. Und Upgrade-Bank, aber wir haben halt kein Werkzeug. Oh Gott, jetzt haben wir ein Werkzeug. Sehr gut. Also, Alchemie verlängert die Wirkungsdauer. Igniter-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Besonderes Werkzeug kann ein bisschen wirksam bei Igniter herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es durchschlagkräftiger und knistert stark beim Brennen. Also wir machen mal das da. Nicht schlecht, gar nicht dann schlecht. Dann fehlt das Werkzeug wieder. Okay, sehr gut. Ja, also, da ist ja noch was. Platt mitnehmen. Wobei, wir machen jetzt hier mal was. Das war Zwickgegner am Kopf getroffen worden, Helme abzunehmen. Da kann man nichts mehr machen.
mit Blut ist auch noch ganz praktisch. Okay. Ah, jetzt kann man es mitnehmen. Coole Sache. Ja, liebe Leute, wir sind über der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.